Das ist aber Assi-Tuning. Haben Sydney und seine Crew Überraschungskandidat Rocco zu viel versprochen? Der Fiat-Fahrer hat nämlich einen großen Wunsch. In meinem Auto zum Tuning treffen, damit man sich nicht schämen muss. Doch die Zeit läuft Sydney davon, die Ersatzteile passen nicht. Oh, das nervt mich, wir kriegen keinen anderen Endtopf? Nein. Auf der ganzen verdammten Welt? 14 Tage. Dann stehen auch noch der Öllieferant und die Schrottladies vor der Tür. Und auch das noch. Streikt Folierer Daniel. Ja, also generell stellen mir da schon sich die Nackenhaare hoch, wenn er reinkommt. Ne? Dortmund, Heimat der PS-Profis. Sie machen alte Zuschauerkarren wieder flott. Und das ist die tatkräftige Tuning-Crew. Chefmechaniker Pedro. Ersatzteilspezialist Tobi. Sydneys bessere Hälfte Leo. Die gute Seele des Hauses Karin. Praktikant Benny. Und natürlich Chef Sydney, den eine SOS-Nachricht erreicht. Hi Sydney, mein Name ist Joanna, ich bin 19 Jahre alt und ich würde mich mega freuen, wenn du meinem Freund Rocco helfen könntest, denn sein Auto ist nicht mehr im besten Zustand. Die Reparaturkosten kann er leider aber nicht zahlen. Und das ganze Geld, was er halt in seinem Nebenjob verdient, das geht alles für Studium und Wohnung drauf. Und wenn er sich mal ein bisschen was beiseite gelegt hat, dann kommt irgendwas dazwischen, was man zahlen muss. Und deswegen würde es mich einfach so freuen, wenn du ihm helfen könntest. Ich bin ja mal gespannt, was für eine Karre der Rocco fährt. Vielleicht ist es ja ein Scirocco. PS-Profi Sydney macht sich auf den Weg zu Überraschungskandidat Rocco. Der ahnt noch nichts. Es ist früh am Morgen und Rocco wird wahrscheinlich gar nicht wach sein. Ich will hoffen, er macht die Tür auf. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Rocco? Ja? Servus. Hi. Hi. Scheiße, was macht ihr denn hier? Alles klar? Ja. Man hat gemerkt, er konnte direkt was anfangen mit meinem Besuch. Geil, Sydney steht vor der Tür. Ich denke, er macht mein Auto. Der gebürtige Italiener ist Tuning-Fan, Student, Hobby-Fußballer und finanziell stets knapp bei Kasse. Also, was zauberst du denn so geldtechnisch, weißt du? Ich meine, oder verdienst du schon so viel Kohle beim Fußball? Nee, leider nicht. Ah. Ich jobbe nebenbei ein Farmunternehmen. Okay. Ja, und da halte ich mich mit über Wasser. Also, so gut Fußball spielst du nicht, dass du Geld verdienst, oder? Kreisliga C. Kreisliga C? Also dafür würde ich sehr gut. Selbstverständlich könnte ich höher spielen, Sydney, aber ich wurde leider nicht entdeckt. Du spielst Kreisliga C. Selbstverständlich. Für alle die, die es nicht wissen, dass ich schlechteste Klasse spiele. Ich fühle ja mit ihm, weil er ist Elektrotechnik-Student und ich kenne das Fach. Das hatte ich auch in der Uni und das ist echt scheiße. Und irgendwie aufgrund dessen allein, ja, fühle ich mit ihm. Und dass er dann noch eine Passion hat für Tuning, es leider nur nicht finanziell ausleben kann. Also ich bin richtig hier, auf jeden Fall. Rocco liebt Tuning-Treffen. Doch mit seinem Serien-Fiat traut er sich nicht dorthin. Deshalb hat er einen großen Wunsch. In meinem Auto zum Tuning-Treffen, damit man sich nicht schämen muss. Was heißt schämen? Also, dass man auch gerne den anderen Leuten zeigt, was man hat. Das wäre natürlich Weltklasse. Hier, kannst du schon mal anfangen, dein Auto fertig zu machen. Kann ich einmal zersägen, ne? Einmal zersägen. Ja, hast du dein Auto. Ja, mein Auto hat noch keinen TÜV. Das müsste mal erneuert werden. Das ein oder andere Teil ist kaputt. Was genau, weiß ich leider nicht. Also ich putze mein Auto zum Beispiel jede zweite Woche eigentlich. Ja. Und da kriege ich schon Ärger mit ihr. Warum? Nein, kein Ärger. Aber immer wenn schönes Wetter ist, dann fragen andere Leute, sollen wir spazieren gehen oder so? Und er fragt, sollen wir Auto waschen gehen? Sympathisch, ne? So ist richtig. So, deswegen bleibst du jetzt auch leider hier. Ich gucke mit ihm das Auto an. Alles klar. So etwas machen Männer unter sich aus. Und das ist er. Roccos Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet, Baujahr 2007. Wie viel hat er gelaufen? 140.000. Ah, da könnte direkt der Fehler sein. Okay. Ja, Stoßstange vorne, da hatte ich halt auch einen kleinen Unfall.
Deswegen sieht man ja, die ist auch nicht original. Ne? Vorne hat der Fiat eine Kopfnuss bekommen. Und auch hinten hat es gescheppert. Was hast du hier gemacht? Ja, das ist die Stoßstange, die abgerissen wurde. Aha. Hier sieht man auch noch die Nieten, wenn man hier drunter guckt. Der Grande Punto steht ja ganz gut da. Also ich meine, er hat einen oder anderen Blessuren gehabt. Leider vorne der Spalt macht sich nicht ganz so schön. Aber er steht gut da. Kann nicht anders sagen. Und der Motor? Läuft rund, ne? Hast du hier eine Verstärker reingebaut oder richtig, was? Richtig, ja. Bist du so ein Anlagenman oder was? Schon, ja. Ehrlich? Ja. Falsche Bassrollentechnik. Ja, man muss nehmen, was man kriegt, ne? Ja. Mach mal lieber aus, weil hinterher fällt die Stoßstange hier ab. Die Challenge an dem Auto ist, ein cooles Konzept umzusetzen, weil ich will irgendwas Besonderes rausmachen. Ich kann dir aber nicht sagen, wann ich damit fertig bin. Rocco? Ich danke dir. Ja, noch nicht, noch nicht. Noch kein Druck aufbauen. Doch, doch, doch. Wer weiß, was da rausgeht. Du machst das schon. Ich hoffe, dass mein Auto wieder komplett repariert wird, dass es sich wieder gut fährt, ohne Geräusche, dass es schön aussieht, dass man damit immer auf Treffen fahren kann, dass es 2 Jahre TÜV kriegt. Ja, das ist mein Wunsch jetzt für mein Pferd. So langsam ist der gar nicht. Ich würde ihn eigentlich ungern. Also der ist ja jetzt spritzig, so ein 1,4er. Muss man ja echt sagen. Und den würde ich jetzt eigentlich ungern jetzt, weiß ich, was für Schluffen raufhauen, damit der so träge wird. Yo, Bro. Geil, wa? Deutschrap aus dem Italiener. Cooles Auto hat man lange nicht sowas. Was Kleines, so eine Bastelkarre. Bock bestimmt. Sind das Massagesitze oder was sind die Knöpfe da? Welche Knöpfe? Ach, das hier? Das sind Gefühlsnoppen. Nippel. Wenn du damit fährst, ne? Alter, das vibriert alles. Kommt wohl eher vom Bass. Jawohl. Echter Michael Schumacher. Was sagst du jetzt? Ja, jetzt hat er stolz auf mich, ne? Ja. Mit der Anlage, das kenne ich so von mir früher noch, ne? Hatte ich natürlich auch drin in meinen ersten Autos. Ich meine, irgendwann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Mein Bruder hat das auch, der findet das auch gut und der bezahlt da richtig Geld für. Ja, mir reicht so ein Kassettenradio. Das ist typisch für so einen Jugendliche. Ist okay, kann man machen, aber heutzutage benutzt man sowas nicht mehr. Dennoch, auf den ersten Blick sieht der Fiat Punto für die Crew gar nicht so schlecht aus. Gesamteindruck, ja, erstmal gar nicht so schlecht. Also optisch so ein paar Macken, aber technisch wohl recht gut. Ne? Also kann man mitarbeiten. Und gleich ein fettes Problem am Fiat. Sydneys Nerven liegen blank. Das ist aber Assi-Tuning. Oh, das nervt mich. Wir kriegen keinen anderen Endtopf? Nein. Auf der ganzen verdammten Welt? Doch. Aber nicht bis verdammt Gott noch mal morgen. Sydney und seine Crew wollen Roccos Fiat tunen. In 3 Tagen wollen sie das locker schaffen. Doch so einfach wie gedacht wird es nicht. Hier ist er am Saften. Hier die Außenhaut ist Fiat korrosionsschutztechnisch im guten Zustand. Neue TÜV-Braucher, Radlager sind aber okay. Aber die Stoßstange nicht. Das müssen wir müssen die einfach mal abreißen. Da siehst du schon so Nieten. In dem Sinne. Zeit für den Masterplan. Jeder muss genau wissen, was zu tun ist. Doch Sydney hat eine wichtige Information bislang komplett verschwiegen. Hey, wisst ihr überhaupt, wie der Besitzer heißt? Natürlich nicht. Rocco. Ne. Rocco Siffredi oder was? Ja, geil. Er sagt, er hat noch nie einen Film davon gesehen. Wo kommt er her? Ja, sicher. Das glaubst du auch um sein. Rocky vs. Italian, habe ich schon gesehen. Ein Italiener, der noch nie einen Rocco Siffredi-Film gesehen hat, oder was? Rocky ist halt der typische Rocky Balboa, der Boxer. Bekannt, ne? Und Rocco ist ein Pornodarsteller. Ne? Auch bekannt, aber halt in eine andere Richtung. Der boxt zwar auch, aber was anderes. Okay, jetzt mal ganz kurz zum Wesentlichen. Wir brauchen Felgen, wir brauchen Fahrwerk, wir Folie. Und wir brauchen eine Stoßstange. Und Scheinwerfer. Scheinwerfer, TÜV müssen wir auch machen. Dann würde ich beim Wechsel des Fahrwerks auch direkt die Domlager machen. Und du besorgst das alles.
Und ich lasse mir irgendwas Doofes einfallen. Wie immer. Du sagst, läuft, ne? Jo, läuft. Doch auch diesmal drängt die Zeit. Alle Ersatzteile müssen schnell besorgt werden. Ciao PV, der Tobi hier. Hi, grüß dich. Für einen Grande Punto. 08er Baujahr, brauche ich eine Stoßstange hinten. Nicht auf Lager, blöd. Morgen früh? Ja, nehme ich. Farbe egal. Cool. Packst du mir noch zwei Domlager dabei? Wunderbar. Ja, das war's schon. Ich danke dir. Ja, ich habe alles gekriegt. Wird morgen alles geliefert. Chef wird zufrieden sein, denke ich. Der nächste Morgen. Tobi hat die neue Stoßstange selbst abgeholt. Doch es gibt ein Problem. Stoßstangenaussparung und Auspuffrohr passen nicht zusammen. Problematik ist jetzt die, dass wir den Ausschnitt, den wir jetzt haben, der ist ja komplett anders. Das heißt, wir können gar keinen breiten Auspuff bauen. Ja, aber schon. Ja, müssen wir aber ausschneiden. Und ausschneiden finde ich immer ziemlich schädlich. Vielleicht nicht. Das sollte der Auspuff an sich eher geben. Ja, aber guck mal bitte. Es kann sein, dass das Auspuff unter der Stoßstange und nicht durch die Stoßstange kommt. Deshalb kann Sydney nur die alte Stoßstange dran lassen und dafür neue Befestigungen besorgen. Oder er bekommt doch noch einen neuen Endtopf. Also das heißt, wir müssen jetzt festlegen, was für eine Breite von Endtopf, also von Endspitzen wir nehmen. Ich will jetzt so zweimal 70 maximal. Kriegen wir nicht. Zweimal 85. Das ist aber Assi-Tuning. Ich kann doch nicht an so einer kleinen Knutschkugel zweimal 85 machen. Oh, das nervt mich. Wir kriegen keinen anderen Endtopf? Nein. Auf der ganzen verdammten Welt? Doch. Aber nicht bis verdammt Gott noch mal morgen. Ja, für uns bedeutet das einfach wieder viel mehr Zeitaufwand. Unser Punto verliert gerade irgendwie all seine Körperteile. So, regelt erstmal das Problem. Bis gleich. Alte Stoßstange, fertig. Neue Halterung. Ja. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Total stressfrei. Haltung ist morgen da, hole ich morgen bei Fiat ab. Perfekt, läuft. Zack, fertig. Heute steht noch eine große Öllieferung an. Die Crew braucht Platz in der Werkstatt. Deshalb kommen die Schrottladies, um den Werkstattschrott mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall, der Sidney, der hat uns angerufen, wir sollen etwas Schrott abholen. Der hat irgendwas erzählt von Fahrwerken, Felgen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich das interessant angehört und da wollten wir den Sidney einfach mal besuchen kommen. Moni. Hallo, Sidney. Alles gut? Wie geht's dir? Ja, gut. Gut? Ich hoffe, dir auch. Hi, alles gut? Was hast du denn Schönes für uns? Ich hab Schrott. Lass uns los. Das muss entsorgt werden. Und deswegen habe ich die Schrottladies akquiriert. Ja? Also ich meine, die holen das hier ab. Du hast keine Sorgen. Was willst du mehr? Ist doch super, oder? Schrott war eigentlich ganz okay. Ich denke mal, das, was wir jetzt haben, können wir auch noch gut zu Geld machen. Und ich hoffe, wenn wir nächstes Mal kommen, haben wir vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ich denke, man kann daraus eine längerfristige Zusammenarbeit knüpfen. Ich hoffe doch, wir zerlegen noch öfter ein paar Autos hier, ne? Und dann, da wir ja oft mal Schrottkarren hier haben, haben wir auch Schrottteile. Jetzt nach der Entrümpelung ist wieder mehr Platz in der Werkstatt. Gerade rechtzeitig, denn den freien Platz braucht Sydney für die Öllieferung, die gerade eintrifft. Oh. Frag nicht, scheißer Brücken, ey. Die Liqui-Molly-Lieferung muss verräumt werden. Öllieferung und Schrottladies haben Zeit gekostet. Doch der Fiat muss fertig werden. Er bekommt spezielle Felgen. Warum genau diese Felge? Diese Felge ist sehr italienisch-lastig. Also das heißt, das Design ist typisch italienisch. Er hat seine Stoßdämpfer verloren und hat ein Gewindefahrwerk verbaut bekommen. Und er bekommt auch neue Schühchen, süße kleine 17 Zöller. Dann bleibt die Agilität des Fahrzeugs noch halten. Endlich nimmt der Italiener Formen an. Sydney wird vom italienischen Flair geradezu inspiriert. Ich glaube, ich mache mir noch einen Klingelton. Der Pate.
Wir müssen arbeiten effektiver hier am Auto von Italien, ja? Ich muss immer deine Fehler ausbaden. Weißt du, wenn wir machen weiter Fehler, dann landest du mit Betonfüßen in der Sizilianischen See. Ja, der Zeitplan ist italienisch. Ja, ist mal da, mal hier, mal da. Was ist Zeit? Benjanos, wo bist du gewesen? Wo warst du? ATU, ja. Warum ist ein Mitarbeiter von mir bei ATU? Der hat Tuningteile kaufen. Wir machen Loch im Kopf. Obwohl, hat er schon so. Ja. Der Padre vielleicht nicht, aber der Chef, ja. Jetzt muss sich der Chef erst mal darum kümmern, dass der Fiat rechtzeitig zum Folierer kommt. Ach, ey. Ganz ehrlich, ne? Der Daniel tut mir echt leid. Weil immer, wenn du kommst, ist er am Wusen, am Machen und am Tun. Von da nach da nach da. Und da muss er immer noch die Nachtschichten für uns machen. Also, tut mir schon leid. Aber egal, da muss er jetzt durch. Doch in der Garage von Daniel ist es mucksmäuschenstill. Psst, Daniel schläft scheinbar. Vielleicht ist er noch zu kaputt von der letzten Folierung. Yo! Digga, was geht ab? Alles gut? Ja, also generell stellen mir da schon sich die Nackenhaare hoch, wenn er reinkommt. Ne? Weil ich immer weiß, dass irgendwas kommt, was speziell ist und was extrem schnell gehen muss. Ich hab dir das mitgebracht. Was denn? Einen rassigen Italiener. Nicht schlecht. So ein bisschen rumpimmeln hier, so ein bisschen abchillen, das gehört dazu. Ist echt so. Man arbeitet 14, 15 Stunden, dann muss man auch mal einen baumeln lassen. Ich würde das Dach schon mal matt schwarz machen. Aber was hast du dir mit dem Rest überlegt? Motorhaube, Stoßstange, Kotflügel und so weiter? Mein Grundgedanke von der Farbgebung war ganz klar, mit den italienischen Farben so einen Outlaw-Style zu bauen. Ich denke, die Flaggenidee kann nach hinten losgehen. Wir haben zwar viele Ferraris und Italiener foliert, aber so generell so ein Flaggendesign so in der Art noch nicht. Ich freue mich schon voll drauf. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja. Und Daniel gibt Vollgas. Avanti, avanti. Bis zum nächsten Morgen. Daniel, du alte Nachteule. Na, alles gut? Hast gut geschlafen, ne? Schön. Ja, hab ich extra. Bist du voll in Italien-Flair hier? Für den Anlass. Schöne Details hier. Guck mal, kreativ in der Nacht. Ich hab mir wieder Mühe gegeben. Ich hoffe, Rocco zuckt, wenn er den Wagen sieht. Wenn nicht, dann zuckt er, weil ich nachgeholfen hab. Ein erstes Zucken gibt's immerhin bei der Tuning Crew. Eros, wer hat eine Pizza hergestellt? Geil, wa? Am meisten gefällt mir wirklich die Farbkombi, die Folierung an sich, wie er das so gemacht hat. Ja, Feinarbeit. Ja, los geht's. Der Fiat muss noch tiefer gelegt werden. Es kommt drauf an, dass wir noch ein bisschen Restgewinde haben. Weil für den TÜV muss immer ein bisschen Restgewinde überbleiben. Und dass dann der Hoffmann zufrieden ist mit der Tieferlegung. Weil für den Hoffmann heißt das immer, Gewinde brauchen wir nicht. Tief muss er sein, Schatzi. Tief? Auto. Tief. Tief Hoffmann tief oder tief TÜV tief? TÜV tief, ein TÜV. Ein Wert zwischen Hoffmann tief und TÜV tief. Sydney hat am liebsten gerne, wenn eine Ameise sich noch bücken kann. Oder bücken muss. Ich hoffe, der Rocco, der schämt sich jetzt nicht mehr für sein Auto. Aber wenn er seine Flagge mag, wird er sein Auto lieben. So wie Roccos Wagen jetzt aussieht, kann er auf jeden Fall zum Tuning-Treff fahren. Also gar kein Thema. In der Dortmunder Innenstadt wartet Roccos Freundin Joanna bereits auf Sydney. Joanna. Und? Wow. Was sagst du? Heftig. Also Rocco ist jetzt gerade in einem Shisha-Laden mit seinem Cousin. Er ahnt von nichts. Und dort will Sydney ihn mit seinem Fiat überraschen. Doch vorher will er ihn ablenken und in die Irre führen. Servus. Was macht ihr denn schon wieder hier? Was macht ihr denn hier schon wieder? Dir ein mitgeben, was geht? Hi. Rocco, du shishast hier oder was? Ja, selbstverständlich. Ja? Okay. Also pass auf, ich bin hier aus einem bestimmten Grund. Okay. Wir haben so ein, zwei Sachen gemacht, sahen nicht so cool aus. Deswegen habe ich gedacht, okay, damit wir so ein bisschen die Zeit überbrücken, auf Tuning stehst du, wir können dir an deinem Auto nicht viel Tuning machen. Okay. Dann hast du deswegen schon mal zwei Tickets für
Motorshow. Das ist schon mal geil. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass mein Auto jetzt schon fertig gewesen wäre. Wäre natürlich ein Traum gewesen. Ja, aber ich habe einen Gutschein bekommen. Gleich sieht Rocco seinen Punto zum ersten Mal. Alter, ist das geil. Leg mich am Arsch. Ja, komm. Jetzt hat er's geschnallt. Das ist Roccos alter, neuer Fiat im Italo-Style. Mit neuem Stoßfänger, neuen Felgen, tiefer gelegt und mit Visitenkarte. Boah, ist das geil, ey. Ja, das ist das Rocco-Mobil jetzt, ne? Hast du mal eine italienische Flagge auf, ne? Was ist das heftig, ey. Gut. Besser, als ich mir es erhofft habe. Wirklich. Okay. Ohne Scheiß, ja. Ja. Sinne, du bist der Beste. Ach, hör auf. Ich danke dir. Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. Alles gut? Ja, danke, ey. Die ganze Kombination von dem Auto ist wirklich bestens gelungen. Zum Glück hat er positiv reagiert. Und ich glaube, er findet es richtig cool. Alter Schwede. Oh, hättest du damit gerechnet? Nein, überhaupt nicht. Also, hätte ja auch in die Hose gehen können, ne? Von wegen, oh nein, Mann. Ich meine, stell dir mal einen Deutschen vor, der eine deutsche Fahne auf sein Auto hat. Ich weiß nicht, ich glaube, der findet das nicht so cool. Boah, ich hätte gerade fast geweint. Ich war richtig am Zittern. Ich war wirklich am Zittern. Ich würde am liebsten direkt zum irgendeinem Treffen fahren oder so. Bleibt nur noch die Frage, wie kommst du zurück, Sydney? Den Scheiß, auf den Scheiß falle ich nicht mehr rein. Ich bin in Dortmund, Innerstadt. Ich weiß am besten, wie ich hier nach Hause komme, weil ich bin Dortmunder. Also da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Kein Problem. Also, ich mach's so und es bringt mich einer nach Hause. Weil die wissen ja so alle, wo es hinten in der Schließe ist. Geil, wa? Also? Ich komm! Hier geht's zum nächsten Video. Und Leute, vergesst das Abonnieren nicht. Hier unten. Da.